Herzlich willkommen zurück zu Anstoß 3. Klaus Müller ist in den im Endstadium hier beim ersten FC Union Berlin. Zwei Spiele stehen noch aus. Zum einen das letzte Saisonspiel mit der Chance, Union Berlin noch in den internationalen Wettbewerb zu führen. Und ja, danach geht es dann zu Borussia Dortmund, die eine enttäuschende Saison gespielt haben. 41 Punkte standen auch lange Zeit oben mitgespielt, nachdem klar war, dass Klaus Müller kommt, ging es bergab. Ja, wie man das jetzt sehen will, ja, mal gucken, ne? Frankfurt und Darmstadt sind schon abgestiegen. Und ansonsten kämpfen hier noch Freiburg, Köln und Hoffenheim gegen den letzten Abstiegsplatz. Darum kämpft man ja nicht. Bayern München ist bereits Meister geworden. Respekt auch an Ingolstadt, Platz 3 als Aufsteiger. Das haben wir nicht geschafft. Hier können wir auch nochmal kurz reingucken. Viktoria Köln auf Platz 8, unser letzter Verein. Hat eine sehr, sehr solide Saison gespielt. Eigentlich immer im Mittelfeld gewesen. Respekt, Hamburg kämpft noch gegen den Abstieg. Eieiei. Hamburg. Genau, und das zweite Spiel, was noch ansteht, ist das DFB-Pokalfinale. Jawohl, wir stehen im Pokalfinale gegen Leverkusen. Und die Generalprobe ist zuletzt ja ganz schön schief gegangen. Aber ich würde sagen, genug geredet. Auf geht's. Primera Division, Barcelona, die klare Nummer 1. War ja über 13 Punkte Vorsprung. Wahnsinn. Und ja, wir spielen jetzt gegen die hier. Ach, jetzt habe ich vergessen, das Einzeltraining vielleicht wieder runterzunehmen. Ich denke mal, wenn der 48 hat, sollte ich ihn runternehmen aus dem Individualtraining. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Dann wurde gesagt, schnell auf den Außenverteidigerpositionen ist jetzt nicht so der Hit. Okay. Wir sehen jetzt hier, der Lorco hat das nicht. Der spielt mal wieder. Nächste Saison bei Twente. Den hatte ich ja, glaube ich, auch nur für dieses halbe Jahr geholt. Ja doch, der hat durchgespielt. Ha, lange nicht mehr gespielt. Das ist bei mir echt lange her. Ich nehme jetzt echt kurz vor knapp auf. Genau, und dann Flügelspiel soll ich wieder ausmachen. Weil sonst, wie jetzt mal letzt gegen Leverkusen, dann die Vereine entsprechend angreifen. Deswegen nehme ich das mal wieder raus. Davor war ja die Ansage, hier mach das, wenn du schnelle Spiele hast, das lohnt sich immer. Ja, weiß nicht. Ich mach's jetzt mal wieder aus und dann gucken wir mal. Ich hoffe, gegen Wolfsburg verletzt sich keiner. Wir haben hier eine Gelbsperre, Holding. Den nehme ich raus, weil die Sperren gelten hier auch für den Pokal und ich möchte nicht, dass Holding gesperrt wird. Das machen wir aber anders. Dann kommt hier Leistner rein und dann hatten wir doch Uchida. Genau. Ich weiß, Torrejon wäre insgesamt ein bisschen stärker, aber Uchida hat ja zuletzt doch immer geglänzt. Holding ist nicht im Kader. Genau. Den brauchen wir fürs Finale. Da kann ich nicht das Risiko eingehen, dass er noch eine gelbe Karte bekommt. Wenn mich das jetzt nicht so alles täuscht und selbst wenn nicht, ist es im Grunde egal. Wie so großartig dieses letzte Spiel abläuft. Wir sind klar unterlegen gegen Wolfsburg. Dementsprechend werden wir vorsichtig spielen und wir werden auch sehr zurückhaltend spielen. Was dabei zu sagen, wenig, aber... Ah ne, wir machen normal. So, komm. So, zählt das jetzt als letztes Spiel? Ich bin gespannt. Ich werde es mal ausprobieren, wobei das könnte ja auch hier in der Hilfe stehen. Das ist unter Motivation. Wenn letztes Pflichtspiel der Saison. Okay. Und Gegner nicht mehr als 10 Punkte besser. Ja gut, es ist aber nicht unser letztes Pflichtspiel. Das heißt, das kann ich nicht sagen. Das können wir dann im Pokalfinale machen. So, und jetzt geht's aber auch los hier. Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Sogar punktgleich beide, wie ich hier gerade sehe. Und Rinaldi kommt. Kopfball Origi 1-0 Wolfsburg. Na super. So viel zum Thema vorsichtig. Wir werden jetzt gleich auf kontrolliert offensiv gehen. Zack. Gut, wir haben ja auch ein Heimspiel. Dann war vorsichtig vielleicht eh nicht so gut. Und weil es ja auch angesprochen wurde, ich hoffe auch, dass Klaus Müller dann jetzt in Dortmund ein bisschen länger was aufbauen kann. Jetzt ging das ja immer recht schnell. Jetzt aber erstmal die Wolfsburger Primel hat aber aufgepasst und kann den Ball sich angeln. War ja immer ein bisschen schnell, jedes Jahr ein neuer Verein, aber es liegt halt daran, dass wir uns jedes Mal von den Voraussetzungen verbessert haben.
finanziell und auch vom Kader natürlich, vom Fanumfeld und so weiter und so fort. Chipski hat es jetzt hier nicht geschafft, von daher groß besser werden können wir nicht. In Deutschland zumindest. Bayern bin ich nicht so. Bin ich nicht so der Freund von. So, jetzt ist Schluss hier mit Angsthasenfußball. Von daher denke ich, dass wir in Deutschland schon bei Dortmund unser Glück versuchen werden. Ja, auf, weiter geht's. Ja. Aufmuttern hätte man sagen können, wäre vielleicht besser gewesen. Und irgendwann, vielleicht schaffen wir es ja auch mal ins Ausland zu gehen. Wäre doch auch mal was. So, jetzt Błażejkowski versucht Redondo auszuspielen, geht an ihm vorbei. Błażejkowski nimmt den Ball mit, will zurück ins rechte Mittelfeld spielen, aber der Ball geht ins Seitenaus. Also wir kriegen nicht viel auf die Kette hier. Wolfsburg aber auch nicht. Hartl spielt erstmal wieder zurück Richtung Mittelkreis und da fängt der Gegner den Ball ab. Ich probiere nochmal eben was. Ja, wir probieren jetzt mal ein bisschen rum. Rinaldi verzieht. Wir machen jetzt hier das hier mal wieder an. Und gucken mal, ob es was bringt. Bisher passiert aber nichts. Wobei, wir haben oben eine Chance rausgespielt. Schnarch. Hartl heute nicht in Form. Für ihn kommt Gogia, Prömel und Chipski nicht so doll. Dann kommt hier Öztunali nochmal rein. 10 Minuten noch. Das werden wir verlieren. Letztes Ligaspiel ein 0:1 gegen Wolfsburg oder vielleicht sogar noch das 0:2. Basseur weicht auf die linke Seite aus, flankt lang rechts vor den Strafraum. Kein Abseits, aber der Linienrichter hebt die Fahne. Och, das war echt ein furchtbares Spiel. Bayern München gewinnt die Meisterschaft, Chelsea, Juventus Turin, Barcelona, Ajax Amsterdam. So, ja, schade. 0:1 in einem lausigen Spiel. Platz 10 ist die Endplatzierung, aber das ist, wie gesagt, für einen Aufsteiger ist das ordentlich. 46 Punkte, damit auch Union Berlin in der nächsten Saison nicht international dabei. Dortmund hat nochmal, die Hertha hat 5:1 gewonnen. Dortmund ein 0:0 gegen Augsburg unterstreicht nochmal, dass da wer kommen muss. Ansonsten hier Bayern, Leipzig, Hertha und Ingolstadt. Dies sind die Champions League-Vereine der neuen Saison. Bremen und Augsburg in die Europa League. Augsburg als Meister ja auch lange Probleme gehabt, hat sich dann aber noch wieder ordentlich hochgekämpft. Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach, ja. Achso, Leverkusen ist 9. Und das heißt jetzt natürlich für uns, wenn wir den Pokal nicht gewinnen, dann ist Union Berlin auch nicht international dabei. Gewinnen wir mit Union Berlin noch den DFB-Pokal? Ja, dann geht es für Union Berlin nächste Saison in die Europa League. Der letzte Absteiger ist Freiburg. Die haben 1:1 gegen Ingolstadt gespielt. Das hat am Ende nicht gereicht, denn Hoffenheim hat ebenfalls unentschieden gespielt, aber auch dann hätte das nicht gereicht. Und Köln hat sogar noch gegen Leipzig gewonnen, gegen den Zweiten. Das war die Krux. Hätte Köln nicht gewonnen, sondern verloren, dann wäre Köln abgestiegen. So ist es jetzt Freiburg, die den Gang in Liga 2 antreten müssen. 15 Tore ist jetzt nicht sonderlich viel, reicht aber, um Torschützenkönig zu werden. Veljkovic und Uchida kommen nochmal in die Elf des Tages. Hier sehen wir nochmal Relegation Niederlande. Ich glaube, das ist nicht so spannend. Duxch von Holstein Kiel. Okay, wir gucken gleich nochmal, wie die anderen Platzierungen in den Ligen ist. Deutschland ein bisschen intensiver. Klaus Müller. So, Verhandlungsgeschick hätte ich gern wieder hoch. Und Autorität. Kommen wir hier auch auf 7. Ausstrahlung. Ja, und dann machen wir nochmal einen in Trainingsgestaltung. Wood. Aber nicht Bobby Wood, sondern Chris Wood. Aber da sind wir jetzt ja nicht mehr beteiligt. Großartig. Und ja, als nächstes spielt Union Berlin gegen Leverkusen. Das große Pokalfinale. Ich bin gespannt. Unser letztes Pflichtspiel mit Union Berlin. Genau, ich wollte hier nicht rein, sondern die Sonderschicht für Leistner rausnehmen und Tana, die lassen wir noch drin. Okay. Weiß nicht, Leistner hat jetzt auch 49. Ja. Da sind wir im Bereich, da lohnt er sich nicht mehr.
Dann hier die Tabellen wollte ich nochmal reingucken. Erste Liga haben wir schon geguckt. Zweite Liga, Duisburg, Greuther Fürth und der FC St. Pauli steigen auf. St. Pauli zog am letzten Spieltag noch an Braunschweig und Düsseldorf vorbei. So, so. Der Hamburger SV rettet sich aufgrund des besseren Torverhältnisses. Aber schon deutlich besser als das von Aalen. Drei Mannschaft mit 40 Punkten und Aalen muss runter. Drei Aufsteiger gehen wieder runter, nur Viktoria Köln hat die Klasse gehalten. Kein Absteiger ist aufgestiegen, was bei Kalibern wie Hamburg, Hannover und Stuttgart schon überrascht, die auch wirklich gar nichts mit dem Aufstieg zu tun hatten. Aalen, Magdeburg, Dresden und Saarbrücken gehen runter. Aufsteigen tun hier Aue und Cottbus. Und Kaiserslautern und Nürnberg schaffen den direkten Wiederaufstieg. Jan Regensburg muss unten bleiben, aber hier auch der Wiederaufstieg geglückt. Das sind die Endtabellen in England. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze ein bisschen genauer angucken wollt, immer gerne das Video pausieren. Wenn es euch nicht interessiert, müsst ihr ein bisschen vorspulen. Habt ihr dann wahrscheinlich eh schon gemacht. Aber ich finde, das gehört schon dazu, sich da auch die anderen Sachen nochmal ein bisschen anzugucken. Felix Groß hat sich eine Wadenprellung zugezogen. Das können wir, glaube ich, verkraften. Spielt eh nicht so die große Rolle. Modric, eine Kapselprellung am Knie, direkt vorm Finale. Na, herzlichen Glückwunsch. Das verkraften wir nicht. Endspiel Europa League. FK Austria Wien gegen den FK Jablonek. Österreich gegen Tschechien. Oh, 5:0. Das ist mal ein einseitiges Finale. Jablonek locker gewonnen. So, wir können uns hier nochmal den Werdegang angucken. In der ersten Runde haben wir 2:0 zu Hause gegen Bielefeld gewonnen, dann 1:0 in Reutlingen, 2:1 nach Verlängerung gegen Illertissen, das war nun wirklich keine Glanzleistung, 4:0 zu Hause gegen den MSV Duisburg und zu Hause 2:1 gegen Freiburg. Leverkusen hatte auch recht leichte Gegner, 3:1 zu Hause gegen Aalen. Gegen Düsseldorf auch knapp, 4:2 nach Elfmeterschießen, dann 4:0 in Erfurt gewonnen, 3:2 nach Verlängerung zu Hause gegen Braunschweig gewonnen. Auch da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert und dann 2:0 in Rostock. Ja, und Luka Modric, oh, der kann spielen. Risikospieler ist egal, er wird spielen. Definitiv. Er schlägt uns vor, Veljkovic ins defensive Mittelfeld zu stellen. Ich glaube, das werden wir machen. Ja, ist besser. Das ist einfach mal sowas von besser. Das machen wir doch. Cornelius auf der Bank, ja, ist besser als Tana. Also Tana, das war echt eine Fehlkauf. 8 Spiele, 0 Tore. 2 Millionen ausgegeben, hätte man sich schenken können. Mittelfeld sind wir leider schlechter. Ich glaube, ja, so wird es ein bisschen besser, aber dann ist unser Sturm noch schlechter, wenn ich jetzt Hartl hier runterziehe. Deswegen werde ich ihn mal hier lassen. Das ist eh schon so eine Sache. Wir spielen normal. Ich glaube, wir spielen ein bisschen ängstlicher. Na komm, Pokal. Wir spielen ein bisschen offensiver. Ich lasse das hier nochmal aus. Wenn das wirklich das große Problem war gegen Leverkusen, dann machen wir das mal. Heieiei. Ich traue mich nicht. Gebt nochmal euer Bestes. Darf ja nicht mehr als 10 Punkte stärker sein. Und 107, die sind besser. Also gebt nochmal euer Bestes. Das ist heute mein letztes Spiel. Hängt euch nochmal richtig rein. Gut für euch. Okay. Hat nicht funktioniert. Überrascht mich jetzt. Ja, Olympiastadion Berlin. 74.000 Fans sind da. 40.000 aus Leverkusen dabei, 34.000 aus Berlin, das ist schon ordentlich. Und hey, gab es das schon mal, eine Berliner Mannschaft im Finale in Berlin? Hertha 2 hat es, glaube ich, mal geschafft, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, das ist mal so eine Sache mit Berliner Mannschaften im Pokalfinale. Wendel spielt den Ball nach links hinaus, aber zu weit. Der Ball landet im Seitenaus. Bisher noch nicht viel passiert. Vielleicht zum Glück. Gelbe Karte für Toni Leistner nach einer Prügelei. Skandal. Und für Julian Brandt nach einer Grätsche von hinten in die Beine. Also die Emotionen, die sind da. Volland sieht sich einem Gegenspieler gegenüber und schlägt den Ball steil nach vorne. Kein Abseits. Henrys nimmt den Ball mit und flankt aus vollem Lauf. Aber zu weit. Der Ball landet im Seitenaus. Gelb für Redondo, nachdem er einen Gegenspieler umgeschubst hatte. Nee, das... Ja doch, Kampf ist gut, Kampf ist gut. Lucas Alario mit dem
0:1. Und es gibt nochmal Freistoß für Leverkusen. 19 Meter zentral vor dem Tor. Ganz über Flatterball. Donnarumma kann ihn aber trotzdem sicher fangen. Schade, wir liegen hinten. Ah, das hatte ich so gelassen. Okay, ich war mir nicht mehr sicher. Ja. Gelb für Leistner. Für Bender, schon nach Bender, nach einem Allerweltsfoul. Henrich weiß nicht so recht, was er machen soll und läuft in die Mitte. Schlägt den Ball weit auf den linken Flügel hinaus. Brandt versucht, Uchida auszuspielen. Geht auch an ihm vorbei. Brandt läuft Richtung linke Strafraumecke, nimmt den Ball mit. Will zurück ins linke Mittelfeld spielen, bleibt im Boden hängen und der Ball trudelt ins Aus. Gut. Ja. Uchida, was ist mit dem denn los hier? 5,0. Den werden wir wahrscheinlich rausnehmen müssen. Das ist mir zu schlecht. Aber ich habe keinen Rechtsverteidiger mit. Trochon könnten wir da hinsetzen. Der hätte dann auch nur 7,2. Machen wir. Oder kann Holding da auch spielen? Kann er. Ja, ich glaube, das passt mir besser, als den langsamen Trochon dahin zu stellen. Den Einsatz würde ich ungern. Wir erhöhen den Einsatz. Zungenknoten. Den Einsatz auf 120%. Spielweise machen wir auf kontrolliert offensiv. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Also in der zweiten Hälfte, da sieht das bestimmt schon wieder ganz anders aus. Ich hoffe, das hat auch was gebracht. Wendell schlägt den Ball dann weit auf die andere Seite. Henrichs läuft mit dem Ball Richtung Mitte, passt den Ball ins linke Mittelfeld hinüber. Wendell weiß nicht so recht, was er machen soll, läuft wieder zurück in die Mitte und schlägt den Ball dann weit auf den linken Flügel hinaus. Anario nimmt den Ball mit, Traumflanke, seitwärts hier Vorland und daneben. Puh. Das wäre es noch gewesen. Schipski läuft Richtung Strafraum, geht auf Anario zu, aber der gewinnt den Zweikampf ohne Probleme. Ja, die individuelle Klasse macht sich hier bemerkbar. 8:1 Chancen für Bayer 04 Leverkusen. Modric spielt den Ball an den Strafraum. Hartl stoppt den Ball, legt ihn nach links quer. Redondo nimmt den Ball mit, schießt. Aber Bellarabi kann seinen Schuss ablocken. Ecke für Union Berlin von der linken Seite. Jetzt kommen doch immerhin ein paar Chancen. Redondo zieht den Ball hart an den 5-Meter-Raum. Tah versucht zu klären und köpft den Ball zur nächsten Ecke. Wird jetzt wieder ausgeführt von Redondo, der den Ball hart nach innen schlägt. Holding steigt hoch und köpft halbherzig aufs Tor. Und daher kein Problem von Lien. No, für Leno. Kein Problem für Leno. Meine Güte. Gelb-Rot für Lars Bender nach einem Allerweltsfoul. Das ist gut. Wir sind in Überzahl. Wir werden nochmal wechseln und es gibt Freistoß für Leverkusen aus 23 Metern zentral vor dem Tor. Alario läuft an wie an der Schnur gezogen. Donnarumma springt, aber reicht den Ball nicht mehr und es steht 2-0. So, wir spielen diesmal wieder so. Wir müssen auf Brechstange gehen, Leute. Noch 20 Minuten, wir müssen 2 Tore aufholen. Wie machen wir das am besten? Polter. Auch kein Stürmer so richtig, ne? Hedlund, Öztunali. Schmeißen wir Öztunali nochmal rein. Geheimwaffe Öztunali, voller Einsatz, Brechstange. Offener Schlagabtausch. Das kann jetzt nach hinten losgehen, aber ich glaube, wir müssen jetzt so agieren. Es hilft nichts. Wir haben noch 15 Minuten. Noch 10 Minuten. Chor trabt mit dem Ball gemächlich auf die rechte Seite hinaus, schaut und schlägt den Ball dann weit auf die andere Seite. Aber da kommt keiner ran und es gibt Einwurf für Union Berlin. Kommt schon. Ja. Das ist ein klar unterlegenes Pokalfinale. Leverkusen, klar bessere Mannschaft. Überlegene Mannschaft und gewinnt damit dann auch den Pokal mit 2:0. Bisschen mehr hätte ich mir von meiner Mannschaft schon erhofft, muss ich sagen. Ein bisschen schade, immerhin 1,7 Millionen eingenommen. Dazu nochmal 1,25 Millionen Fernseheinnahmen, also ein bisschen Kohle gab es trotzdem. Und immerhin mal das Pokalfinale erreicht hier. Klaus Müller, es geht doch. Hier sind noch die anderen Ergebnisse. Die Sieger habt ihr ja eben schon gesehen. Auffällig war heute vor allem die Schwäche ihres Mittelfelds, das kaum Chancen herausspielte. Woran lag das? Ja, Modric konnte nicht so richtig trainieren, ne? Tja, was machen wir?
Wir könnten natürlich jetzt nochmal richtig gegen unsere Mannschaft poltern. Wir sind ja eh weg. Und ja, das macht Klaus Müller ja irgendwie auch so ein bisschen aus. Ne? Das Mittelfeld hat heute allerdings versagt. Eine indiskutable Vorstellung der Mannschaft. Der Gegner war einfach immer einen Schritt schneller. Wenn man den ganzen Tag mit Sport zu tun hat, treibt man da auch Privatsport. Klaus Müller Kunstliebhaber? Nein, er ist eher der Autofahrer. Die volle Unterstützung durch den Vorstand kann Ihnen nach dieser Niederlage nicht mehr sicher sein. Fürchten Sie bereits um Ihren Job? Ein echter Klaus Müller kennt keine Angst. Das ist ja der Hammer. Ja, das ist doch die Antwort für Klaus Müller. Ein echter Klaus Müller kennt keine Angst. Wunderbar. Ja, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Jetzt beginnt dann wieder der Planungsteil. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Machen wir dann die Saisonkalkulation mit dem BVB. Und erleben natürlich noch erstmal die letzten Wochen hier in Berlin. Also macht's gut, bis dann.